Halbe Matrix-Film, Bruder. Was geht? Ja, du kannst mal direkt abhauen. So. Wunderschönen guten Hallo. Merhaba. Was geht, was geht, was geht? Und Tokolo. Wartet nicht, nur sonst noch alles gibt. Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Fröhlichen 1. November. Bald ist Weihnachten. Okulu, was geht, Mann? Tach, Jim. Stimmt, Tach, hab ich vergessen. Schön, dass du da bist, Kurt. Schön, dass du da bist. Kusch, kusch. Habt ihr irgendwo heute Bits gefunden? Geht es dich heute den Umständen entsprechend? A.K.A. Herbstwetter und Heizungsluft. Und ab ins Bett. Wann WoW stream mit Memo? Soon. Memo, soon. Ultras, wofür danke? Wofür mein Herzblatt? Wie nein, Jazz, Ruhe. Nix WoW, auf jeden Fall Release von Shadowlands. Auf jeden Fall, Junge. Hallo Krautsalat. Hallo Da Vinci. Hallo Blade. Ruhe, Jazz, Ruhe. Uns gibet was auf Ohren. Bah. Ekelhaft. Ich lese gleich die Resubs und Subs und so vor, ne? Also, keine Angst, ihr werdet vorgelesen. Geil, so, ja. Was? Streiter, Hallo, Alpino, Dom Turner, Dice, Blade, Dan Mac, Bucky, Hese, No Name, Kubo, Zark, Virus, Da Vinci, was? Gislas, Palme, Jazz lese ich nicht vor. Und den begrüße ich auch nicht, weil das ein Ärger ist, genau wie Da Vinci. Shinix, Doublex. Gestern was im RP passiert? Nee, gestern komplett abgestürzt alles. Wir mussten auch die Geiselnahme da abbrechen, weil nicht genug Cops im Dienst waren und so. Hustler, Corporumer, Smashing, Vadim, No Name, Runface, Jake, hallo. Hab ich Jake? Nein, ich hab Jay gesagt. Alpino, hallo. Donut, hallo. Growth Street, hallo. Senseless Pain, Alex. Der Oma Sandra, hier Oma, deine Pommes übrigens. Mach A. Hier ist alles zu spät, Jess, nur Daisy kann uns retten. Maximoto, hallo. Pyro, hallo. Justin Kusch, hallo. Spotted, hallo. Alex Cooks, hallo. Cutie Schizophrenia, hallo. TP, hallo. Daynight. Hatten wir Lars schon? Auch Kanisterkopf, guten Abend. Was geht, ihr wunderschönen Menschen? Ich hoffe, das heute funktioniert, Mann. Noch so einen Tag wie gestern verkrafte ich nicht. Und dann dieses hässliche Phasmophobia-Spiel, Alter. Hat das mein Leben gefickt. Dreimal. Lieblingssupporterin, hallo bitte. Ja, komm. Ich mach bestimmt nicht A, ich kenn dich. Oma, ich hab Pommes. Entweder willst du die oder nicht. Memo, hör auf hier rumzuspammen mit 1 St. Zwiebeln, Junge. Was ist mit dir? Du bist in der 719-Gang. Pat, guten Abend. Aktiver André, Mauli, Tiger, Blade hatten wir. Wer ist denn noch da? Hallo, zeig euch. Weezy brauche ich nicht begrüßen. Der ist Teamspeak Dodger geworden. Hat neue Freunde. Lazarus, guten Abend. Matty, Captain Lutelot. Frustali. Nonsub, Schande, Frusti. Mein Herz rein. Ah, tut so weh. Hummel, Markus. Chrissy. Der Meier. Der Volker. El Capone. Ultras. Der Jigsaw. Hello, Agito Undakanakanakano 89. The Remagnum Burrito Fuets, No Name, Dice hatten wir schon, glaube ich. On the One 420. Fertig, es gibt hier keine Spotify-Dings mehr, Junge. Da kriegst du einen Strike für. Aber es ist unterm Stream noch verlinkt, die letzte Playlist. Fast nur sehe ich dich. Haben wir gestern wieder gezockt. Und das Spiel hat mein Leben gefickt wieder gestern.
Meine Nerven waren komplett blank. Ich hasse es, aber ich liebe es auch. Irgendwo, irgendwie. Ach ja, was habt ihr heute getrieben? Erzählt mich. Schüttet mich voll mit Informationen. Let's go. Ich habe heute nochmal mit Stream Elements geredet und bin da jetzt in diesem Dream Team drin. Wenn ich möchte, kann ich die kontaktieren und dann gibt's da Emotes und bla 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 und blibablub. Ist auch alles auf kostenloser Basis. Ist voll cool, Mann. Der hat mir sogar direkt zwei Angebote geschickt für Mobile Games. Einmal hier Raid Shadow Legends, Zickadebumbist oder wie das heißt, Alter, und noch irgendwas. Irgendein Strategiespiel. Hat gefragt, ob ich darauf Bock hab. Ich hab gesagt, ich bespreche das erstmal. Dann kann ich mir selbst dabei zugucken, wie der Channel hier untergeht. Mit diesem Sellout-Gedöns. Geil. Aua. Heute kam Harald Töpfer auf Sat 1. Weg, Bruder, guckst du noch Fernsehen? So, Sat 1 und so? Weißt du, wenn ich das letzte Mal Fernsehen geguckt hab? Ach du heilige Bimbam. 3 Stunden auf Pizza gewartet und als ich mich da beschwert habe, erstmal die Antwort, ja, passiert nicht bekommen. Ja, dann würde ich dir mal erstmal eine saftige Bewertung da lassen. 3 Stunden, Junge. Hallo Gesundheit, guten Abend. Ich plane eine Kürbis-Hicke-Figur, weil du ja keine gibst. Ja, Oma. Was ist das denn, Junge? Immer gerne, Oma, wenn du das machen möchtest. Für dich selber natürlich, ne? Was ist das schon wieder für eine Musik heute? Wir machen Chill-Dings an. Ja, Mann. TV ist nur Deko im Wohnzimmer. Ja, nur für Netflix und so ein Shit, ne? Hallo, Tixel. Guten Abend. Kein Streaming-Anbieter hat den Harry. Eigentlich reicht so eine TV-Attrappe von Ikea im Wohnzimmer. Eigentlich stimmt das. Aber man guckt ja Netflix und so ein Gedöns. Ich habe gestern übrigens kein Mandalorian gesehen, Mann. Boah. Aber ich habe mir, wie heißt die Scheiße, angeguckt. Ach, Mann, wie heißt denn dieser Kack-Horrorfilm auf Netflix, ey? Insidious Chapter 2? War das das? Ich glaube schon. Seitdem der Rab aufgehört hat, ist TV wirklich nur für Länderspiele da. Ja, Da Vinci geht mir genauso. Ich schwöre bei Gott, ich habe alles durchgeguckt, was ich mag, irgendwie. Und sieh, das ist auch öde. Horrorcam-Kapacken. Pogas in die Chatte. Läuft das dann nicht schon vorbei? Nee, ich habe die neue Folge noch nicht geguckt von Mandalorian. Noch nicht. Außerdem hasse ich das immer, so einzelne Folgen zu sehen. Wenn, dann will ich die ganze Staffel auf einmal gucken. Kuri, guten Abend. Ruhe, wer hier spoilert, ne, dann hasse ich euch. Bitte nix spoilern. Ach, da gibt's genug gute Horrorfilme. Nur nicht bei Netflix. Gandalf stirbt. Ruhe. Warum ärgert ihr eigentlich immer? Schon in der Schacht geguckt? Ja, den habe ich schon geguckt. Ich bin fast eingepinnt. Die Message hinter dem Film ist gut, aber der Film an sich ist langweilig as fuck. Das ist keine Ahnung. Die lustigste Stelle an dem Film ist, wo der von oben runterkackt. Ohne zu spoilern jetzt. Scheiße, ich habe gespoilert. Fuck. Gerade beschwere ich mich nur darüber und spoiler selber, Alter. Ich bin der dümmste Mensch auf diesem Planeten, Junge. Egal, Junge. Yoda fliegt am Ende auf dem Teppich davon. Abschluss liest der Rude Sandstorm. Lüg nicht. Weil sie dich lieben, ärgern sie dich. Nee, nee, die hassen. Social Media Dilemma geguckt. Die Doku? Dann ja. Na, bin heute den ganzen Tag Assassin's Creed Odyssey gezockt. Und ist das gut, Imperator? Das war seine Frau. Ja, ist doch egal. Ja, die Doku habe ich geguckt. Richtiger Spoiler, weißt du? Ja, das Lied macht mich nervös.
Schande über mein Haupt, tut mir leid. Aber die Leute, die den Schacht eh noch nicht gesehen haben, werden den auch, glaube ich, niemals gucken. Den ganzen Tag in CSGO reingebankt. Mit ESP oder was? Auf Kante getriggert? Ich habe heute gar nichts gemacht, Mann. Ich sitze den ganzen Tag hier schon rum und starr Löcher in die Luft. War auch wieder ganz kurz davor zu sagen, ich bleibe einfach im Bett. Wir lösen uns von dem Bösen, das ist genauso ein Kackfilm. Darf ich dich heiraten? Nein. Ich heirate niemals. Ich habe mit dem Vater gesprochen, weißt du, serious? Aber der wollte nur vorbeikommen, um Hallo zu sagen. Doch, der ist kacke. Es macht sau Spaß, ob du schon hingucke. Ich habe Capri-Sonne angeschrieben, ob sie nicht Bock haben, dich zu sponsern. Hab von der Community erzählt, wie wir alle feiern würden. Drücke die Daumen, Bruder, at least I tried. Oh, das ist nett von dir. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass die sowas nicht machen würden. Wirklich nicht. Mach niemals. Aber wer weiß. Ich hatte auch schon mal überlegt, da hinzuschreiben, aber ich hab's gelassen. G-Wuff-Wuff-Kta. Guten Abend, Hulu. Guten Abend, guten Abend. Lass mich runterscrollen. Ja, sonst krieg ich wieder Nachrichten. Hey, lies mich vor. Ach du Scheiße. Freezer, dankeschön für den Prime im 21. Chinix, dankeschön für den Gifted Sub in die Community. Dice, dankeschön für den Prime im 3. Needcrush, dankeschön für den Prime im 3. ebenfalls und Grüße zurück. Monster Ice, dankeschön für den Resub im 31. und herzlich willkommen im Club der 31er. Blade, danke für den Resub im 21. Bucky, dankeschön für 100 Bits. Baba Snides, dankeschön für 200 Bits. Otto von Kessel, dankeschön für 100 Bits. Warforged Vandal, dankeschön für den Prime im 3. Miras, danke für den Prime im 18. Lars Palmer, dankeschön für 187 Bits. Der Jute Beastsnake, danke für den Resub im 3. Cutie Schizophrenia, dankeschön für 100 Bits. Kanisterkopf, danke für den Prime im 7. Freaky Water, danke für den Prime im 27. Floxe.de, keine Werbung. Danke für den Prime im 2. Zweiter Monat, bester Monat. Ja, ja, ja. Wiped, dankeschön für 100 Bits. La Cruz, dankeschön für den Resub im 19. Strolti, danke für den Resub im 4. Silberrücken 719. Dankeschön für den Gifted Sub an Xelle 0815. Isabella, dankeschön für den Resub im 25. Der S8 Driver, dankeschön für den Resub im 41. Bruder. Du bist endkrass dabei. Ich weiß auch in der Zeit, wo ich nicht da war, hattest du supported. 41 Monate bei Curtis schon Sub. G-Wuff Ta, dankeschön für den Resub im 2. Truix, dankeschön für den Resub im 8. Mad Mike, danke für den Prime im 2. Atienemy, dankeschön für den Prime im 7. Und Justin, dankeschön für 100 Bits. Und TheJulo01, danke für den Prime 5. Was ist denn die Mucke schon wieder? Warum läuft das Lied ganze 30 Sekunden lang aus, ohne Ton? Hör mal, die spinnen doch. Hope so, hab mir echt Mühe gegeben zu beschreiben, was dich ausmacht. Hab auch geschrieben, du bist Partner von Effekt erzählt. Das wird, Bruder. Wir werden sehen. Also, Dankeschön. Hero Dude. Vielen Dank, Mann. Brainslur, danke für den Prime 7. Und Driver 113, danke für den Resub im 7. Was geht? Geht's euch denn gut heute? Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit achten, weil wir wollten uns irgendwann wieder im ÖTP treffen. Ich habe schon wieder die Uhrzeit vergessen. Benmi, guten Abend. Doch, Memo, doch. Wer kennt noch die Baronschaft? Ich kenne ihn noch. Ich hatte auch irgendwann mal mit dem Baron himself selber geschrieben, weil der streamt ja. Der castet diese 99 Damage CSGO Matches. Da war ich mal im Stream. Da hab ich da ein bisschen reingechattet. Und da hat er vor versammelter Mannschaft von allen Leuten, die da zugeguckt haben wegen CSGO, von seiner RP-Zeit erzählt und dass er davon geträumt hat und so. Der Jute Venom. Was steht heute an? Wir haben ja gestern die Geiseln aber für heute verschoben. Mal gucken, ob das heute funktioniert.
doch so einen Tag wie gestern verkraft ich heute nicht, Alter. Extrem viele sind gestern nach dem Servercrash nicht mehr draufgekommen oder nach dem Restart. Oder whatever das da war. Das ist halt echt frustrierend. Heute stehen ähnlich Knast an. Ja, würde ich fühlen. Müde vom Essen, sonst okay, kehr nicht, man. Fühle ich richtig. Hallo Black Moon Dog, guten Abend. Biohazard, guten Abend. Wie kommt der Knast? Ja, wollt der Knast der P sehen oder was? Junge, 4 Stunden da rumchillen, bis endlich mal einer kommt. Wir leveln gerade zu drin, gucken dir zu, wo denn in World of Warcraft? Sogar der Memo ist schon 50, Alter. Mila hat auch angefangen, die hat auch einen 50er Demon Hunter. Die Reworld aber jetzt, weil der auf Allianz war. Veluro, dankeschön für den Mister beim 31. Bruder und auch herzlich willkommen im Club der 31er. Johnny hat gesagt, seine WoW-Sucht packt er jetzt auch wieder aus. Also das wird eine entspannte Nacht bei Shadowlands Release. Da haben wir hier einen Bekloppten dabei, ich sage es euch. Was diese WoW, hallo? World of Warcraft? Kann man das nicht kennen? Ich verarsche mich eh. Hallo? Ist das ein Kinderriegel? Ich bin Duplo. Sind da diese ganz dunklen, normalen? Was musst du wieder haben? Ach so, dankeschön. Chat, wollt ihr auch ein Duplo? Von Schwester Kusch? Toll, jetzt kriege ich den Duplo hier ab. Ja. Die ärgern mich halt. Die wollen mich fertig machen. Doch. Nee, ich habe nur eine Flasche. Hund, verlassen Sie mein Hoheitsgebiet. Die hören dich. Schöne Grüße an die Katzen. Ich soll euch schöne Grüße bestellen, obwohl ihr halt nicht verdient habt. Hallo, Motherfucker. Ich raff einfach nicht, was man für Aufgaben bei WoW hat. Ist halt ein MMO, ne? Du machst erledigst Questen, sammelst XP, levelst damit. Besorgst dir bessere Ausrüstung, spielst mit anderen Leuten zusammen. Kommt man auch in WoW klar, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat? Das merkt natürlich das Smashing klar. Die wären ja schön blöd, wenn die das nicht so machen würden, dass neue Leute das Game direkt verstehen. Eine halbe Disco hier mit der Mucke. World of Waffen. Ey, was denn? Es wird von Addon zu Addon immer einfacher für Neuempfänger. Das stimmt allerdings. Mittlerweile, wenn du dir einen Charakter erstellst, gibt es so eine Insel, wo dir dann alles erklärt wird. Du wirst auch nicht mit Informationen zugeschissen. So. Dir wird wirklich Schritt für Schritt alles erklärt. So neue Ausrüstung. Dies und das, ist echt einfach reinzukommen. Und macht unheimlich viel Spaß. Ich würde heute, ich bin ganz ehrlich, ich würde heute nochmal mit jemandem tauschen, der keine Spielerfahrung hat, ehrlich. Ohne Witz. Aber der Suchtfaktor von dem Spiel, wenn man das dann einmal verstanden hat und was das da geht und wenn man einmal alleine zurechtkommt, so ist, Alter, oh, 9000. Ehrlich. Das, wenn dich das Spiel packt, ne, dann, oh mein Gott. Aber ich mag solche Spiele. Ich mag allgemein solche Spiele, wo man nicht viel Zeit investieren muss, aber viel Zeit investieren kann. World of Warcraft, darüber reden wir. Weil ich habe gerne so Main Games, anstatt immer zu switchen. Ich glaube, das merkt man mittlerweile bei mir. Was ist der Unterschied zwischen LOL und WoW? Gleicher Kack oder nein, Mann? LOL ist ein MOBA-Game. WoW ist eine komplette Immersion, Alter, so. Eine ganz eigene Welt und alles. Aber da so viele Fragen, könnte man rein theoretisch mal so, bevor Shadowlands Release da ist, einen Tag mal einen neuen Charakter anfangen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, mit Mila oder so, oder vielleicht auch mit Johnny. So zusammen und dann einen Tag mal einfach spielen, von Anfang an. Also komplett von neu. Um einem das mal zu zeigen. Ne, ohne Dungeon Spam. Weezy, ohne Dungeon Spam. Ist WoW mit Diablo vergleichbar? Es gibt ein paar Elemente aus Diablo, die in WoW übernommen haben. Aber nein. Ja, Da Vinci, ich guck mal. Wenn nix im RP geht, dann zeige ich euch einfach mal so
Eine halbe Stunde oder meinetwegen auch eine Stunde so. Ein bisschen davon. Für die Leute, die das gar nicht auf dem Schirm haben. Ist schon ein sehr altes Spiel, ne? Heute übrigens haben die Geburtstag, 16 Jahre alt ist das Spiel schon. Aber ist halt immer noch up to date und ist einfach das beste MMO, meiner Meinung nach. Ich habe alles Mögliche schon ausprobiert. In meiner Streampause, bevor ich überhaupt angefangen habe zu streamen und so. Ich habe sehr viele MMOs ausprobiert und das ist einfach das Beste. Ich habe echt keinen Plan davon, nur damals, glaube ich, bei dir geschaut. Ja, das. Im Prinzip befindest du dich in der Welt, du spielst einen Champion, den du dir selbst kreieren kannst, aussuchen kannst. Und dann ziehst du los. Du bist am Anfang einfach so voll der Trottel. Hast wenig Fähigkeiten. Und du wirst halt immer stärker. Und im Endgame bist du dann Endlevel, weil momentan Level 50 ist. Wird mit dem Addon auf 60 aufgestockt. Und dann kannst du mit 25, 24 anderen Leuten losziehen und irgendwelche Raidbosse töten und so. Und da gibt es auch eine ganz krasse Story dahinter. Also so Lore-mäßig. Das ist übertrieben krass. Ich sag mal so, wer Diablo 3 gespielt hat und davon süchtig wurde und das geil gefunden hat, immer wieder so Sachen zu farmen und sich stetig zu verbessern, der wird bei WoW komplett hängen bleiben. Ne, ich habe keine Community-Gilde, weil ich WoW nie zum Fokus von hier gemacht habe. Übrigens kann sich jeder, genau wie Frosty gerade schreibt, das Spiel mal anschauen. Man muss auch nicht dafür bezahlen. Man kann bis Level 20 dann kostenlos leveln, ohne Einschränkungen. Außer, dass man nicht handeln kann und so. Aber das braucht man eh nicht. Mr. Kusch, was war denn gestern mit diesen Geistern? Lass mich drüber reden, Bruder. Tingeltangeltim, dankeschön für den Prime im zweiten, Buddy. Chetunka, dankeschön für den Prime ebenfalls im zweiten. Läuft. Was denn? Und Rati, danke für den Resub im vierten. Oha, könnte das Community Guild nicht. Könnte man machen. Der Support muss bei WoW mega sein. Der war mal besser, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mittlerweile ist das so. Ist immer noch gut, aber nicht mehr die Qualität von damals. Hä, Clip gelöscht? Ne, wir haben keine Clips gelöscht. Welcher Clip ist denn weg, Jazz? Es gibt Gilden bei WoW. Wir könnten rein theoretisch eine eigene aufmachen. Wo dann nur Leute aus der Community drin sind und deren Freunde und so. Blackhawk und Horde oder hier, genau. Der ist doch nicht gelöscht, oder? Jazz, welcher Clip? Wo ich die Max erschrecke oder was? Dann ab in den Mythic Progress. Ey, die Mucke macht mich nervös, ne? Ich bin ganz ehrlich. Was gibt es denn dann noch? Okay. Ich spiele auf Blackrock Horde, auf der Hordenseite. So einen wie den letzten Geist hatte ich auch, aber noch nie. Der ist auch neu. Hamadini. Ghost for 20, dankeschön für den Resub im 20. Bruder, die 20 ist so, danke. Und Brenzel, danke für den Resub im 15. Bester Streamer EU West, danke. Blackrock Kickweh. Welcher Geist? Keine Ahnung, das war so ein kriechender missgeboten Scheißgeist. Ist doch egal, auf welchem Server man spielt. Über Crossstream kann man dann mit jedem zusammenzocken. Bist schon 50? Ach, Bruder, na klar. Wem gehört eigentlich der Server, auf dem du GTA spielst? Dem gehört Master Tai und ich weiß nicht, wem noch. Hydrum, glaube ich. Den hatten wir vorhin mit Tai. Boah, ich hab den gehasst. Auf jeden Fall werde ich Diablo 4 zocken. Natürlich. 120 schon runtergekippt? Ja, klar. Wir sind gerade beim Pre-Patch. In 10 Tagen kommt das Event auch. Und dann geht's ab. Das Event läuft 2 Wochen und dann kommt Shadowlands. Hallo Opa Willy Wonka. Ich bin schon 60, Poké. Du zockst auch Classic, du Lusty. Tach in der App, Tante. Ray Nomir, guten Abend. Und Alex auch, guten Abend. Wizard, guten Abend. Moin, weil es geht ab. Nix, wir quatschen noch. Sie sind noch mittendrin.
Hatte mich ja beworben bei Tai, wurde abgelehnt. Psst, hasse Tai. Wo hast du dich beworben? Auf dem Server hast du dich beworben. Und warum hast du jetzt Tai, weil du abgelehnt wurdest? Ist es eigentlich so, dass wenn du den RP-Server wechselst, eine neue Story der Charakter hat? Ja, genau. Du kannst auch an der alten wieder anknüpfen, aber das wird keinen Sinn ergeben. Schade, dass ich den Geist gestern nicht gesehen habe, Lucky Ruhe. Sei froh, dass du ihn nicht gesehen hast. Bei dem Event gibt es wieder Gear, mit dem man gut ins Addon reinstarten kann, mit Twinks oder frischen 50ern, das stimmt. Deshalb warte ich auch auf das Event und bin jetzt gerade nicht Gear am Farmen oder so. Weil da gibt es dann einen Gear-Score von 100. Das sieht recht dick aus dann. Und manchmal wieder Sonntag, muss morgen wieder arbeiten, nach 3 Wochen Quarantäne, habe gar keine Lust. Man fühlt auch richtig in den Knochen, dass heute wieder Sonntag ist. Hast du schon einen Blick auf den Server Sector 5? Nein, habe ich noch. Ich habe einmal bei T-Bone und so reingeguckt, aber ich bin ganz ehrlich, ich verfolge die Szene nicht so intensiv wie damals. Ich gucke mir da keine Streams an, außer von Dexus jetzt. Aber der spielt auf Unity. Oder mal bei Tai reingucken oder Benson oder so. Oder bei Valle oder Jan. Sonst verfolge ich da die Szene überhaupt nicht. Ich habe auch keine Meinung zu irgendwelchen Servern. Weil ich dazu nichts sagen kann auch. Welchen Geschmack? Scheiße. Was? Ja, auf dem Server. Ja, aber der kann Tai doch nichts für, dass du abgelehnt wurdest, Bruder. Musst du den denn nicht direkt hassen? Schon schnell gezählt. Wie geht's, mein Freund? Justin, Dankeschön für 100 Bits. Könntest du bei Addon statt Level zu gechillt solo oder mit Gruppe? Oder rusht du durch, damit man schnell in den Raid ready ist? Bruder, ich werde das wahrscheinlich nur 2 Tage antesten und so und vielleicht nebenbei ein ganz kleines bisschen spielen. Ich denke mal, ich werde, wenn Johnny ready ist, bis dahin so mit den ganzen Jungs, weil Jack und alle zocken, Alter. Im Teamspeak hängen und jeder zockt und wir gucken dann vielleicht Gruppe, dann ein paar Innies questen, dies, das, so, aber ganz chillig. Ich werde nicht rushen. Hab mal 5 Minuten bei Dexus reingeschaut, direkt Abo geschenkt bekommen. Gute diese. Kaugummi. Professional White, was ist denn das? Oder keine Ahnung noch, was das schmeckt. Ich glaube Minze. Hallo Dieter. Müsste Minze sein. Wird sich auch keiner Urlaub nehmen für den Release, glaube ich auch nicht. Meinung zu meinem Fußnagel? Sehr schön. Kommt Ink noch auf dem Server? Ich glaube schon. Der ist nur letztens abgehauen. Bei Ink ist das so eine Sache gerade mit Johnny. So, die haben so ein paar noch nicht geklärte Sachen offen. Weshalb da ein paar Unstimmigkeiten sind. Und das tut halt weh. Wenn man seinen Kollege sieht. Oder wenn man jemanden sieht, den man sehr mag. So mit dem ein bisschen Ärger hat. Deshalb ist Inko auch abgehauen. Plan steht schon. 8 Uhr morgens Max-Level, Dailies fertig machen und dann kurz Powernap, anschließend direkt nächsten Char durchballern. Halt die Klappe, Jack. X-Ben-Me, Dankeschön für den Restart mit 5. So, nun sind sie dicht, die Kneipen. Ja, Dieter, was machst du jetzt? Kauf dir doch einfach ein Bierchen und chill vor deinem Computer und guck ein paar Streams. So, in die klären 1 vs 1, ja. So einfach ist das leider nicht, aber da gehört ihr auch nicht hin. Ich hoffe, dass die das klären. Weil ich liebe Johnny und ich liebe auch den Vater. Und noch mehr lieben würde ich das, wenn man alle zusammen spielen könnte und Spaß haben kann. Ich mache immer dienstags, mittwochs Pause und gegebenenfalls noch einen Tag. Oder immer dann, wenn ich keinen Bock habe oder mir nicht gut geht. Und ich bin froh, das kommuniziert zu haben. Wenn er kommen sollte, bleibt er dein Vater? Bruder, wir nennen ihn nur Vater. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Liebst du mich auch? Ich liebe euch alle. Aber ihr seid manchmal böse. Dann muss ich hart durchgreifen. Alkohol geht auch ohne Kneipp, genau. Aber bitte übertreib mit dem Alkohol nicht. Es ist ein Genussmittel. Alkohol ist auch ekelhaft scheiße. Und das sage ich als jemand, der ab und zu mal Alkohol trinkt. Übrigens, apropos Alkohol. Meine wundervolle Schwester, Gott habe sie selig, hat mir etwas geschenkt.
Und zwar einen schönen Whisky, einen japanischen. Marke, wisst ihr. Den guten alten Hibiki Harmony. Den halten wir uns auf für einen ganz besonderen Moment. Wann wieder TS-Saft? Genau das meine ich mit ganz besonderem Moment, Bomfer. Ja, aber Super Bowl dauert schon echt lange, ne, bis der nächste ist. Das wird die Flasche, glaube ich, nicht überleben. Ja, sorry. Wie, du lebst noch? Was habe ich denn gesagt? Habe ich schon wieder irgendeine Bibeldings zitiert, die nicht passt? Ach Gott, haben sie selig, sagt man nur, wenn jemand verstorben ist? Echt jetzt? Ich habe 2 Wochen Mittwoch frei, also Dienstag in 2 Wochen. Ja, Bumfer, let's go. Ja, woher soll ich das wissen? Ich war in meinem Leben bei 2 Beerdigungen. Ich habe doch keine Ahnung, Alter. Brauchst nicht heulen, du weißt, ob ich das meine. Eigentlich wollte ich damit sagen, dass Gott dich beschützen soll. Seine Hände über dich tun soll. Also Shorty hat jetzt fast Homophobie oder wie man das schreibt. Ja, Shorty, der hat mir das gestern erzählt, dass du dem das geschenkt hast. Und der war auch komplett außer Dings. Wie sagt man? Fassungslos. Der kam nämlich im Teamspeak und meinte, Bruder, Schattenbund hat mir das geschenkt, damit ich mitzocken kann da und so. Hab ich zu denen gesagt, hoffentlich hast du dich bedankt, du Trottel. Machen wir einfach nächstes Mal die Runde mit dir, Schattenbund und Shorty und Lucky oder Mila noch dazu. Weil ich will unbedingt mit euch zocken, weil ihr seid noch größere Schisser, glaube ich, als ich, genau wie der Max gestern, Alter. So eine große Fresse immer und dann scheißt er sich so ein. Shorty hat noch immer keine Whitelist. Der hat sich, glaube ich, heute wieder beworben. Der hat sich auf jeden Fall gefreut. Aber der muss da rein. Ja, Bomfer, hol dir das mal bitte. Ich kann das verstehen, dass viele auf Twitter schreiben, boah, das Spiel geht mir so auf den Sack und so. Oder dass es auch viele gibt, die sagen, ja, das ist aber voll langweilig. Zockt halt mal selber. Und wenn euch das auf den Sack geht, dann guckt euch das einfach nicht an. Irgendwo. Aber für die sagen, das ist langweilig, probiert das selber mal aus. Das kostet jetzt nur einen 10er oder so. Das lohnt sich echt. Ja, man darf nicht zu oft spielen, das stimmt. Und manchmal hat man auch Runden, wo gar nichts abgeht so. Aber dann gibt's Tage wie gestern, wo einfach die Nerven blank liegen. Zumindest bei mir, weil ich steigere mich davor rein. Among Us viel nerviger und schlimmer. Ich finde das einfach kacke. Ich hab's ausprobiert, damit ich meckern kann, und ich find's immer noch kacke. Ja, Brenzel, das stimmt schon. Aber da soll eigentlich. Kommt heute nicht das Update? Heute ist der 1.11., Mann. Sollte heute nicht das Update kommen, Lucky? Dieses große? Ich starte mal im Steam. Ja, Madbomber, du kannst dich auch zurückgeben, wenn du ein bisschen mehr als 2 Spiele gespielt hast. Da. Phasmophobie, aber FMB nur? Wo ist Mila? Mila? Kommt heute nicht das Update von Geister? Eigentlich sollte doch heute dieses große Update kommen von Phasmophobia. Ja, mehr, Opa Willy Wonka, du darfst ein bisschen mehr als 2 Stunden haben. Hallo, Motherfucker. Ich glaube, so ab 4 oder so nehmen die jetzt schon gar nicht zurück. Ich hatte mal irgendein Spiel 7 Stunden gespielt oder so und habe da übelst Kopfschmerzen von bekommen irgendwann. Dann habe ich das auch genau mit dem Grund zurückgegeben, dass er total verbuggt ist und so eine Kacke alles. Dass man davon Kopfschmerzen bekommt, weil durch einen Fehler da der Bildschirm anfängt zu flackern und so eine Kacke. Mackie McMesser, Dankeschön für den Prime-Sub im 19. Leuten, Kreditkartenbetrüger.
Und Kokainchen, danke schön für den Wies 27. Hukulu Gingi. Camila antwortet mir nicht. Ich glaube, die mag mich nicht mehr. Aber 10 Euro investieren, selbst wenn du nur 5, 6, 7, 8 Runden spielst, so, das lohnt sich trotzdem. Du musst halt auch mit den Richtigen spielen. Wenn du da mit so Vollprofis reingehst, dann ist das langweilig. Du musst mit so richtigen Schisshasen reingehen. So wie ich oder noch schlimmer, so wie Max. Oder noch schlimmer wie Platte. Eigentlich kann ich das mal zocken mit einem von euch, ne? Also mit einer Gruppe aus dem Chat. Aber ich will die größten Angsthasen haben, die es gibt. Ja, Da Vinci, komm ran. Let's go. Ich hab schon wieder Bock, ne? Ich weiß nicht warum. Ich hab schon wieder gar keinen Bock auf EP, Alter. Ich will schon wieder das zocken, ne? Aber wir müssen. Wir haben gestern gesagt, dass wir kommen. Dass ich komme. Nee, ich hab schon Bock auf EP. Nur wenn so Tage sind wie gestern, so, dann hab ich da keinen Bock drauf. Nennt sich Angstsucht? Echt jetzt? Ich hab schon Bock drauf. Weil du stehst halt, wenn du sowas spielst, also ich jetzt persönlich stehe dann fast die ganze Zeit unter Spannung und ist immer aufregend, so, und im EP ist das halt manchmal echt extrem langweilig für mich. Danke. Hä? Ja, gib dem Affen Zucker. Dann spiel das mal mit VR. Der Johnny hat das mit VR gespielt. Der musste aber sich danach hinlegen, weil der so Kopfschmerzen bekommen hat. Curtis mit Jax Flow, du musst das spielen. Ach, Bruder. Komm du mal lieber ran, Jazz. Let's go, Feigling. Beschwerst dich permanent im Chat. Das ist kacke, das ist kacke. So, komm du mal ran, Junge. Zeig mal, was du hast. Zeig mal, was du kannst. Ja, siehst du hast Angst. Renn einfach rein mit Dings, Alter, mit Taschenlampe und schrei, ach, ruh. Wäre auch dabei, bleibt ja kein PC. Aber das kommt ja auch für die PlayStation und so, ne? Und ich denke, mit allerhöchster Sicherheit ist das dann auch, wie nennt man das nochmal? Cross-Dings? Dass man mit PC-Spielern zusammenspielen kann? Nennt man das denn nochmal? Crossplay, genau. What's cracking? Nein, hey, das ist auch. Manchmal ist das wirklich nicht schlimm. Manchmal langweilt man sich auch zu Tode da. Aber es kann schlimm werden. Für mich. Weil ich bin Angsthase. Und dann spiele ich das gestern und dann gucke ich mir noch diesen Drecksfilm an, Alter. Dann. Cosplay. Crossplay, habe ich gesagt. Ärgere Dieter. Ja, das kommt doch für PlayStation und Xbox raus. Hast du heute Augenringe? Ja, habe ich. Aber ich habe immer Augenringe, aber heute besonders schlimm. Crossplay ist doch das, was Platte immer macht mit den Anime-Kostümen, oder? Ja, genau. Viel Spaß, Cutie. Dexter, dankeschön für den Prime im dritten. Und Monster Energy, dankeschön für den Stufe 2 Sub im sechsten. Guten Abend, der Herr MDK Home. Was kann ich garantieren? Max ist schon ein Schisser, aber ich werde da nochmal viel schlimmer sein. Falls das Game mir überhaupt traut zu holen. Ach komm, Bruder. Let's go. Wir können das ja auch mal offstream einfach zocken. Ich erinnere mich an eine Zeit vor gut 3 Jahren, wo Bomb immer Cosplay gemacht hat. Hallo Basti, guten Abend. Und Spoon, guten Abend. Little Hope ist ganz schön gruselig. Das macht halt schon süchtig. Ja, auf Stream bin ich dabei. Ha, ich will mich nicht blamieren. Warum blamierst du dich denn, wenn du dich erschreckst? Oder wenn du Angst hast? So was ganz Normales. Dass meine Schwester das gezockt hat, so, die hat zum allerersten Mal am Computer irgendwas gespielt. Die sagt, das ist überhaupt nicht gruselig.
Ich habe gar keine Angst davor, weil die ganze Zeit auch gucken muss, wie die läuft und wie die Sachen aufhebt. Ich sag, ne, gewöhn dich mal da dran, ohne so auf die Tastatur zu gucken zu laufen. Und dann konzentrier dich mal genau auf das Gameplay nur. Dann wirst du schon sehen. Hallo Fun, vielen lieben Dank für den Resub im 31. Und auch herzlich willkommen im Club der 31er und Hukulu. Ich habe gestern meinen Mom gespoilert, weil ich mich jedes Mal mit ihr zusammen erschrocken habe. Das Mistviech, wie das gestern aus der Tür rauskam. Ey. Ich habe gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt gibst du weg. Cube, dankeschön für den Resub im 12. Bruder. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Wissy, dankeschön für den Prime im 18. Hallo, Motherfucker. Solo musste eh Tutorial machen, ja, aber das ist ja nicht schlimm. Macht Bock. Ja, ja, Jay, ja, ja. Sag mal, Curtis, wolltest du nicht auch eine 3080 Grafikkarte zulegen? Ja, aber nächstes Jahr erst. Das brauche ich eigentlich nicht. Hallo, Motherfucker. Irgendwann mal. Wenn ich Langeweile hab. Jerome, mir geht's gut und ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch allen geht's gut. Junior Eye Chaser. Ist das richtig? Dankeschön für den Prime im dritten Buddy. Ich kann mir das Game nicht holen, meine Maus fliegt immer, wenn ich mich erschrecke. Ja, oder genau, wie Cutie schreibt, zockt er doch untereinander, wenn ihr Bock habt, ne? Geht einfach im Discord und schreibt da rein. Macht der Kraftmeier auch immer und der Dings. Wir suchen da auch immer Leute zum Mitspielen. Was sagt ihr, Phasmo zu zweit gut? Haben absolut keinen Plan von dem Game. Es gibt auch öffentliche Lobbys, ne, LaCruz? Oder zockt mit Cutie, die hat gerade reingeschrieben. Ja, sind halt Unity TS, damit kannst du aber hier nichts anfangen, Bruder. Sucht einfach bei mir im Discord dann nach Leuten. Und zu zweit ist ein kleines bisschen schwieriger, wenn ihr euch nicht auskennt und auch ein bisschen gruseliger. Also die Mila weiß nicht, ob heute das Update gekommen ist. 11 MB denke ich mal nicht. Öffentliche Lobbys sollen Cheater verseucht sein, dann lieber connecten in der Com. Wie, da gibt's Cheats für? Was willst du denn da cheaten? Wie langweilig ist das denn? Was sagst du zum neuen Call of Duty? Hab ich noch nicht gespielt, keine Ahnung. Hä, aber was willst du denn da cheaten? Touch my Pew Pew, dankeschön für den Resub im 23. Au. Die spawnen Geister in die Lobby, etc. Wie eklig ist das denn? Ist doch voll dumm. Ja, aber bei so einem Spiel, hallo Frankie, guten Abend. Aber bei so einem Spiel, klar. 91, danke für den Resub im 2. Curtis, wir müssen Silvester mal wieder im TS verbringen, wie damals auf VL. Ich weiß nicht, was dieses Jahr Silvester geht, aber mal gucken. Kann man machen. Unge hat mal Twitter einen Clip davon gepostet. Cheaten im Game schlimmer als die Sache. Oh mein Gott. Du musst mal einen Server spielen, wo 50 Leute rein können. Ja, aber das ist doch mega langweilig. Dann rennen da 49 andere rum, die wahrscheinlich die ganze Zeit ins Mikrofon brüllen und so eine Kacke, Alter. Das ist echt mega dumm. Hallo, Motherfucker. Vostok96, vielen lieben Dank für den Prime im 10. Gibt es eigentlich wieder ein Community Teamspeak? Es gibt immer den Teamspeak von damals, nur dass der jetzt nicht so für die Community ist. Aber wir können den machen. Es gibt ja mittlerweile bei Teamspeak auch so eine Partnerschaft. Da könnte ich mal hinschreiben. Könnte man eigentlich mal wieder machen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Gibt doch Discord-Channel zu labern. Ich finde aber persönlich Discord, weiß nicht, häng nie im Discord ab, zu talken.
Ich bin TeamSpeak. Warum lachst du TeamSpeak in 2020? Ich finde Discord einfach schrecklich. Ich hänge lieber im TeamSpeak ab. Seit wann gibt es sowas bei Teams? Ich glaube seit einem halben Jahr jetzt ungefähr. Ich finde Discord Voice auch größte Müll. Ich bin ganz ehrlich. TeamSpeak. Bester. Ich habe den TS verlegt, hatte den sogar mal. Dafür fetter Kostüms bis seit 10 Jahren. Na, genau. Mach ich mal. Fülle ich nachher mal aus. Schick mal hin. Dann machen wir mal so Community-Dings wieder. Wo man ein bisschen abchillen kann. Ich habe TeamSpeak 5 getestet. Es sieht quasi aus wie Discord. Aber trotzdem besser. Hä? Ja, Discord ist so als eine Art Forum cool. Zum Organisieren, das stimmt schon. Aber Voice No Way. Stimme ich zu. Ey. Es gibt TeamSpeak 5, ja. Ich zock noch WoW Cybex, ja, ja. Ich fühle dich an Silvester ab und dann gehst du online. Geh nix, geh ich online, Silvester. Ich mach keinen Silvester-Stream mit Bump. Hallo, Motherfucker. Ich muss zu, ich guck da, dass ich da irgendwo hingehen kann. Oder hier feier. Oder einen chilligen mache, aber ich werde nicht zocken. Was geht ab, Johnny? Hacky, Dankeschön für den Prime 18 und Modern Fail, Dankeschön für den Prime 24. Warte mal ab, ob man Silvester überhaupt raus darf. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Wie die Zeit vergeht in 2 Monaten schon Neujahr. Hallo? Weihnachten, Bruder. Ich freue mich am allermeisten auf Weihnachten. Gutes Essen, Geschenke, geil. Gute Zeit. Alles ist chillig. Genix darfst du, na klar. Eigentlich müsste man jetzt schon für Silvester klären, was man macht. Johnny, was machst du Silvester? Bevor wieder eine Woche davor irgendwie was versucht wird zu klären und alle sagen, ich hab keinen Bock. Ja, Weihnachten schön Music Progress Rate 19 Uhr. Wenn du Weihnachten Rain gehst, Junge, dann bist du sowieso komplett lost. Trefft euch nicht um 8 Uhr, ne? Ich glaube, da war 8:30, 9:00. Ist mir auch egal, Mann. Ich gehe mir hier, wenn ich das will. Ich hasse vor Weihnachtszeit 4 Tage, 19 Stunden Arbeit, Bestellung ohne Ende machen. Tja, Basti, so ist das. Ich werde ins neue Jahr reinschlafen, sehe den Shit nicht. Was habe ich denn? Ich glaube, ich habe letztes Jahr das gleiche gemacht. Ich glaube, ich bin meist nicht mehr. Oder? Ich glaube schon. Ich hatte Jazz bei mir. Die hatte eh Angst. Keiner war irgendwie großartig feiern. Heute ist Geiseln am Sonntag, ja, wenn die Sterne gut am Himmel stehen. Du hast gerankt, stimmt. Stimmt, Weezy. Ich hab gezockt mit Weezy, Alter. Ich war kurz weg. Eine Stunde und so und dann habe ich weitergezockt. Stimmt, Alter. Stimmt. Ja, ja, ich musste ranken. Da musste die Ehre reingeholt werden. Ja, ja. Yeah. Up in the premise. Kannst du auch nach 0 Uhr gratulieren und dann pennen gehen? Was habe ich denn davor das Jahr gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eigentlich nicht mehr so krass feiern gehe, Silvester. Kein Bock. Kann man eigentlich einstellen, dass man mit diesen Channel Points auch dauerhaft die Modes freischalten kann und nicht nur 24 Stunden? Nein, nur für 24 Stunden. Feiern ist auch immer so stressig. Ich hab das auch lieber chilliger. In einer kleinen Runde irgendwo oder so. Oder einfach zu Hause chillen. Spricht da auch nichts gegen.
Sven, Dankeschön für den Gifted Sub an den Dirk, der 5 Kinder hat und kein Geld für Sub. Dieses Jahr Rang 12 mit zweiten Char. Du, oder was, Sim? Man muss ja nur noch 300.000 Euro oder so die Woche farmen, Alter. Für BR1-Slot. Da gibt's ja bestimmt gar nichts mehr. Und mittlerweile gibt's ja so Multiboxer-Cheater, die den Pool richtig pushen. Nee, nix, ich rank nicht mehr. Fick Classic, Junge. Alpha Kevin, vielen lieben Dank für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Ich fick Classic, WoW, Alter. Ja, genau, um mal in den Pool pushen. Ach ja, wir haben gestern wieder Geister gespielt, mein Gott. Ich bin so ein schlechter Streamer.